Einen wunderschönen guten Tag, meine herzallerliebsten Butterblümchen da draußen. Hier ist die Schuseline in the house und wir machen ein Orakel. Allgemeines Orakel, liebes Orakel, kann alles drin enthalten sein. Es geht einfach darum zu schauen, wie geht es so bei dir in der Liebe und überhaupt weiter was. Ich habe übrigens hier ganz interessant, wir schauen heute mal auf deinen, ich habe hier nur eine Hand frei, weil ich nebenbei am Räuchern bin. Wir schauen heute einfach mal auf deinen Lebensbaum. Dafür nehmen wir einfach diese Karten und schauen einfach mal, auf welchem Pfad deines Lebens oder auch der Liebe befindest du dich gerade. Also, von welcher Station zu welcher Station fahrt ihr gerade? Du und dein Herzensmensch. Ich habe mir überlegt, ich sage Herzensmensch, weil dieses Herzensmann, Frau, immer alles erwähnen, das ist viel zu kompliziert. Darum ist das jetzt Herzensmensch. Und es ist geschlechterlos, ob Mann oder Frau, dreht ihr das so, wie es eben deine Situation ist. Ne? Ich spreche halt immer aus der Sicht einer Frau. Die Mann liebt einfach nur, weil es meine Situation ist. Ne? Also, das ist das eine. Die nehmen wir dann dazu. Da können wir schauen, wo steht ihr und was ist der tiefere Sinn vielleicht dahinter? Gibt es einen tieferen Sinn in deiner jetzigen Situation, in der du dich befindest, in der Liebe oder aber vielleicht auch in anderen Dingen. Ne? In erster Linie wollen wir natürlich jetzt auch auf die Liebe schauen, aber es ist ja die Liebe, über die sich oft vieles andere ausbreitet. Das heißt, über das Thema Liebe kommen ganz viele Menschen auf einmal an ganz andere Dinge, an die Spiritualität, an ein anderes Bewusstsein, an eine andere Wahrnehmung der Dinge um sie herum oder was passiert oder der Situation. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich kann euch da ein Lied von singen. Es ist tatsächlich alles eine Sache deiner Gedanken, und du entscheidest im Grunde genommen, wie möchtest du die Welt sehen. Ne? Also das ist das. Und oftmals ist die Liebe ein Türöffner zu etwas viel Größerem, was dahinter steht. Also die Liebe, ich meine damit die leidenschaftliche Liebe. Ne? Also das Größte, die Urenergie ist die Liebe, ne? Die Urkraft. Also, aber es geht darum, so über diese vielleicht leidenschaftliche Seelenliebe, nenn es wie ihr willst. Manche sagen, es ist mein Lernpartner, und genau das wollen wir jetzt mal herausfinden. Wo steht ihr beiden denn so und wo stehst du zurzeit in deinem Leben? Wo ich stehe übrigens, kann ich euch erzählen noch vorab kurz. Wir legen gleich los. Wir werden hier, ich habe ja gesagt, wir schauen auf deinen Lebensbaum. Wir nehmen die Tarotkarten dazu. Und ich möchte heute gerne das Drachenorakel dazu noch nehmen. Wow. Die Weisheit der Drachen. Nein, das ist ein ganz tolles Kartendeck. Und das nehmen wir heute auch noch dazu. Und on top auf dem Ganzen nehmen wir dann noch das schamanische Seelenorakel. Leute, ich liebe es. Das ist mein absoluter Lieblingsdeck, also das kann ich jedem nur empfehlen, der da so ein bisschen mal tiefer schauen möchte. Vor allen Dingen ist das Schöne, dass man sich bei diesem Deck auch sehr gut eine Tageskarte einfach selber ziehen kann. Also ich bin ja ein Mensch, ich lege mir selber nicht die Karten, weil ich habe immer Angst davor, dass ich mich selbst verarsche. Wenn ich anderen die Karten lege, gehe ich in eine komplett anderen Energie rein. Das kann man nicht beschreiben. Ich kann das nicht erklären, das ist bei mir einfach so. Ich habe keine Ahnung, viele fragen, wie machst du das, dass du das so... Aber ich kann das nicht erklären. Wir haben unsere Intuition, die haben wir alle. Wir müssen nur wieder hin zurückfinden. Oder beziehungsweise sehr viele sind völlig abgeschnitten von der Urquelle, sozusagen. Und es geht darum, sich auch wieder bewusst in die Verbindung der Liebe wieder reinzugehen.
Ne? Denn zur Zeit, was zur Zeit so passiert, ist ja die totale Aufspaltung. Ne? Wir werden aufgespalten, aufgespalten. Es ist Missgunst, Neid, es herrschen wirklich die niedrigsten Schwingungen und so weiter. Und es geht einfach nur darum, dass wir als Menschen wieder die Entscheidung treffen, als mitfühlende Wesen, die wir sind, wieder die Entscheidung treffen, dieses Ganze zu durchbrechen, die Aufspaltung zu lassen und in die Einheit wieder zu gehen. Uns als Einheit, wir sind das Wesen Mensch, ne? Ein schöpferisches Wesen, und das sind wir alle. Von A bis Z, hier around the world, und scheißegal woher und was und wo, das sind wir, ne? Und deswegen, wir wurden nur, das ist einfach nur immer schön eine Aufspaltung. So entsteht nicht dieses Gemeinschaftliche. Denn Gemeinschaft macht unabhängig, Leute. Versteht ihr? Nur wenn man die Menschen in Einzelne aufspaltet, in immer mehr ab, immer noch mehr Scheibchen ab, immer mehr Scheibchen ab. Die Familien sprengt im Grunde genommen jetzt symbolisch, ne? Also, das ist jetzt Metapher. Ne, das muss man, hier muss ich ja wie immer aufpassen, weil ich sage, umso mehr man das aufspaltet, umso mehr ist man geschwächt, ja. Umso mehr man in die Einheit, in die Verbindung, in die Gemeinschaft, in die Liebe, ins Mitgefühl, umso stärker ist man. Wir als Menschen wären, das wäre ein Schnips und wir könnten die Welt verändern. Ein Schnips wäre es. Tatsache. Einfach die. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Das nehme ich immer ganz gerne. Guck mal. Du kannst immer die Dinge. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Auch deine Liebessituation, in der du steckst. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Du fährst morgens zur Arbeit, bist schon ziemlich gestresst, hast auch gar keinen Bock drauf. Fährst zur Arbeit, dir nimmt eine Trude die Vorfahrt, sage ich mal. Und du denkst dir, boah, ne, und hast voll den Hals, dann kannst du schimpfenderweise aus der Situation rausgehen, Entschuldigung, dass ich ein bisschen am Stocken bin, dann kannst du schimpfenderweise dann und dich dann noch den ganzen Fahrt bis zur Arbeit darüber aufregen, oder die Wahl hast du, oder du sagst, oh Gott sei Dank, dass nicht mehr passiert ist. Als Beispiel. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass man sich alles rosarot reden soll, schön reden soll. Da bin ich die Letzte. Ne, ich brauche immer auch den Boden unter den Füßen. Also so ein bisschen Realismus. Es geht nicht darum, wie ich immer so schön zu sagen pflege, sich eine rosa Ponywelt selber zu erschaffen. Sondern es geht einfach darum, sich das Leben selbst leichter zu machen. Und auch mir fällt es vor allem in meiner, ich bin wirklich in einer katastrophalen Situation. Leute, wenn ihr wüsstet, in wie viel Problemen ich zurzeit stecke mit meinem wieder zurück nach Deutschland und diese ganzen Schwierigkeiten, Herausforderungen, die ich jetzt hier so vor mir noch habe, ihr könnt es euch gar nicht, manchmal denke ich, ich will nie wieder aus dem Bett aufstehen und nur noch im Bett. Nie wieder, ich bleib hier einfach liegen und mach nichts mehr. Es ist Schluss. Aber das nützt ja nichts, ne? Ich bin ja auch so ein Stehaufmännchen, und das habe ich auch in den Kommentaren, hat mir da jemand so einen tollen Kommentar geschrieben, der mir so ans Herz ging. Und auch eben dieses Gefühl von Einsamkeit, was viele von uns in dieser Zeit haben. Nicht allein, also wie gesagt, kein Problem im Alleinsein, sondern Gefühl der Einsamkeit. Und nur wir, das ist eine Tatsache. Wir selbst, jeder, du, der sich im Spiegel, den du im Spiegel siehst, jeder ist, kann seinen Teil dazu beitragen. Es wäre so leicht, wir müssten einfach nur die Entscheidung treffen. So, und da geht es eben nicht darum, sich da eine rosa Zuckerwattenwelt zu machen oder hier Schlaraffenland in Schlaraffenland in auf der Einhornfarm oder so, sondern es geht darum, von diesen niedrigen Schwingungen wieder mehr wegzukommen, von der Aufspaltung wegzukommen und wirklich wieder mehr in die Gemeinschaft zu gehen. Auch wenn in dieser Gemeinschaft
einer mal eine andere Meinung hat, eine andere Sicht auf Dinge hat. Das, früher war das noch möglich, dass man eine andere Meinung haben durfte. Das ist ja jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr, da wird man ja das angegriffen, das ist ja nicht mehr normal. Ne? Und da muss man mal drauf achten, sich da selber rauszuziehen und jeder von, wenn wir die Entscheidung, jeder der Einzelne die Entscheidung jetzt treffen würde, hätten wir eine andere Welt. So einfach ist das. Und da wir Schöpferwesen sind, meine gute Schnute, können wir das und haben wir die Macht dazu. Und jetzt kommen wir zu deiner Liebe, meine Liebe. Ne? Gibt es da einen Menschen in deinem Leben, den du sozusagen dein Herz geöffnet hast, wo du aber noch ein bisschen, naja, entweder Fragezeichen, Unsicherheiten, was auch immer hast, dann wollen wir jetzt schauen, allgemeines Reading, das muss ich jetzt nicht, ne, ich glaube, das sollte jetzt mittlerweile echt jeder wissen, dass du das nicht eins zu eins auf dich beziehen kannst, sondern einfach gucken musst, wo schwinge ich gleich mit, ne, wo ist, ne, ich nenne das so, wo ist mal die gleiche Frequenz oder wie auch immer, was fühlt sich an, als ob es zu mir gehört, ne? Und ansonsten gern zur Unterhaltung schauen. Denn das ist nicht mit einer persönlichen Legung trotzdem zu vergleichen, das ist klar, ne? Da muss jeder ganz eigenverantwortlich sein und ich denke, ihr seid alle erwachsen, das könnt ihr. So. Und jetzt schauen wir mal eben genau auf deine Liebessituation. Was steckt denn da nun hinter? Du hast da einen Menschen kennengelernt oder den gibt es in deinem Leben, wie lange auch immer. Und was genau steckt dahinter? So, dann nehmen wir einmal das Modern Witch Tarot. Also damit fangen wir jetzt mal an. Ich wollte euch eigentlich noch erzählen, was bei mir alles so los... Das mache ich im nächsten Video. Leute, da erzähl... wie es bei mir jetzt weitergeht. Ich bin da jetzt ganz von abgekommen. Ich wollte eigentlich erzählen, was so mein Plan jetzt ist in meiner Situation, weil ich stecke wirklich richtig, richtig im Schlamassel jetzt. Das ist echt gar nicht so einfach mal eben wieder zurück und so. Da habe ich aber auch einen Mist gebaut. Naja, auf der anderen Seite bin ich, habe ich es eigentlich nicht, weil das sind so wahnsinnig viel schöne Erfahrungen, die ich auch mitnehme, ne? Das ist es wieder. Und, was haben wir da? Habt ihr es gerade live erlebt? Man kann es so oder so sehen. Und, da war, das kommt so, zack, kriegt man Gedanken eingespielt hier. Oh, da hast du aber auch einen Mist gebaut. Zack, ne? Oh, Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Zack, sitzt er da. Und dann ist, kannst du, wenn du das kennst, dieses, ne, kannst du dich selber da rausholen, indem du dir selber dann sagst, Moment, ich entscheide jetzt, wie ich das bewerte, wie ich das sehe, ne? Und glaube mir, dein inneres Gefühl leitet dich. Du hast einen Leitwolf in dir, meine Gute. Und das bist du. So, jetzt mischen wir das durch und jetzt schauen wir auf die Liebe, ne? Ich muss noch ein Stückchen trinken hier vorher. Ich glaube, ich zoome das auch. Wartet mal, ich zoome das mal näher ran. So, ich habe euch das jetzt näher rangezoomt. Ich hoffe, das ist besser. Ich wollte euch eigentlich zum Thema Intuition und deinem eigenen inneren Leitwolf eigentlich noch was erzählen. Eine Geschichte aus meinem eine persönliche Geschichte, die ich erlebt habe als Kind in meinem Leben, wo mir diese innere Stimme eben begegnet ist, so heftig. So ein Beispiel, aber das werde ich am Ende dieses Videos, wenn du Interesse hast, dir das anzuhören, dann schau einfach nach der Legung weiter, dann erzähle ich euch das. Ich hoffe, ich vergiss es nicht. Dann erzähle ich euch das anhand eines Beispiels. Aber das war so das erste prägende Erlebnis, wo ich als Kind, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich genau war, ich glaube, ich war so 9 um den Dreh. 8, 9. Ich will euch nur da, wo ich das erste Mal wusste, du musst auf deine innere Stimme hören. Das ist mir da schon klar geworden. Wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich so eine dicke Gänsepelle. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Und ich möchte nicht wissen, was mir passiert wäre, wenn ich damals nicht auf diese innere Stimme gehört hätte. So, aber das kommt. Die Geschichte erzähle ich am Ende. Jetzt kommen wir zu deiner Geschichte. Und wollen gucken,
und wollen schauen, wie es aussieht bei euch beiden. Ne? Also wie gesagt, bleibt dran. Ich würde mich übrigens über eine Wertschätzung für meine Mühe, meine Liebe und alles, was ich euch rausschicke, sehr freuen, indem ihr mir einfach so ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Ein Daumen nach oben ist dasselbe wie loben. Ne? Und gerne auch meinen Kanal abonnieren, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. Von mir musst du die Glocke dann auch, solltest du die Glocke, nee, musst du leider, die Glocke auch noch aktivieren. Und dann bist du Mitglied unserer Butterblümchen-Community hier. Kostenlos, du brauchst nichts für bezahlen. Und ja, das Allerschönste sind natürlich die Kommentare, die sind am wertvollsten. In diesem Sinne, ja, und für den Algorithmus, um meinen Kanal zu unterstützen, ist es eben super wichtig, dass man, ja, diese Dinge eben macht. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt kommen wir aber hier wieder zum Thema. Es geht los. Wir wollten deiner Liebe in die Karten schauen. Und jetzt, ich halte es auch rein. Ich halte es auch rein. Wir haben hier, also, wir fangen mal hier mit an. Oh. Warte. Vier der Kelche. Seht ihr das? Ihr könnt ja Pause machen, wenn ihr euch das Video ein bisschen, sag mal schnell, genauer angucken wollt. Und hier haben wir den Ritter der Kelche. So, dazu machen wir dann auch gleich die Spiegelung. Oh, dann ist ja unglaublich. Wir haben hier fast nur die Kelche. Also Hülle und Fülle, Hülle und Fülle, kann ich nur sagen. Wir haben hier dann noch acht der Kelche. Und dann haben wir 10 Münzen. Ach, jetzt habe ich jetzt... Entschuldigung, 5 Münzen. Mein Gott, ich habe da selber gar nicht drauf. 5 Münzen, Entschuldigung. Ich nehme es korrigiert. Wir sind 5 Münzen hier. Steht sogar drauf, hier. 5 Münzen. Na, seht ihr, das ist die Spiegelung. Also, haben wir hier einmal 4 Kelche. Die Spiegelung dazu sind 8 Kelche. Ja? Da fangen wir mal damit an. Dann die Ausgangssituation. Ich lege das mal noch so ein bisschen. So, und wir fangen an hier. Wir fangen hier mit dieser Spiegelung an. Also es geht... Habe ich vorhin eigentlich... Ich habe 5 der Kelche gesagt, ne? Ich sehe, gucke ich mir so das Bild an und sehe, Moment mal. Das, er sitzt schmollend am Tisch, um das mal, das kann ja nicht 5 der Kelche sein. Er sitzt schmollend am Tisch. Ich benutze die Karten noch nicht so lange. Die Bilder, die sind mir noch nicht so urvertraut, ne? Also deswegen habt Verständnis. Es sind 4 der Kelche. Entschuldigt bitte, ich nehme alles zurück. Ja, 4. Aber ich erkläre euch jetzt den Zusammenhang. Dein Herzensmensch, guck mal, ich erzähle dir das jetzt mal so. Als in Geschichtenform, als Metapher. Er sitzt jetzt hier so schmollend am Tisch und grübelt sehr viel. Das heißt, das größte Problem und oder Hindernis, das sitzt im Kopf deines Gegenübers. Der Kopf. Ich habe vorhin am Anfang des Videos von den Gedanken, die einen eingespielt werden, wie ich gesagt habe, ach, da habe ich einen riesen Scheiß gebaut. Oder man kann es anders, ich hätte auch sagen können, boah, da habe ich Wahnsinnserfahrungen, nehme ich mit, aber es ist jetzt knüppelhart. Aber ich nehme Wahnsinn. So, ne? Das ist diese Sichtweise. Dein Herzensmensch steckt fest er schaut auf etwas, der Kelch, auf was er hat, was er eigentlich gar nicht mehr möchte. Das heißt, da, wo er hinschaut, das erträgt er eigentlich nur noch. Um das jetzt mal so ein bisschen melodramatisch, aber es ist tatsächlich, du siehst ja, wie grübelnd er, ich halte das, ich gucke gar nicht in die Kamera immer so, du siehst ja, wie grübelnd er da am Tisch sitzt und nicht glücklich, nicht zufrieden, gar nicht, sondern nur das hier, schaut auf die 3 Kelche, die vor ihm stehen. Die Kelche stehen symbolisch für die Fülle, für die Sicherheit, das, was du meinst, was du hast. Ne? Was auch immer es ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Bei dem einen kann es vielleicht sein, dass er eine Familie oder in einer Familie ist, wo er sich nicht mehr wohlfühlt, wo er sich nicht mehr als seinen Platz fühlt. Es können andere Probleme sein, die ihn sehr bedrücken, aber wo er trotzdem weiter dran festhält. Und wisst ihr was, das kann ich jetzt
ganz toll mit meinem Leben vergleichen, was ich, wo ich gerade stehe. Ich lasse hier ganz viel zurück, hier in der Schweiz, auch wenn wir hier ganz, ganz, ganz bescheiden gelebt haben. Lasse ich hier zurück an wunderschöne Natur, an ein, wie ich gesagt habe, ich kann nachts hier raus mit dem Hund gehen und Sternschnuppen anschauen. Und ja, ich weiß nicht, was kommt. Da, wo ich hingehe jetzt nach Deutschland wieder zurück, weiß ich nicht, was mich erwartet, was kommt. Jetzt geh da, so, kannst du, das nehme ich jetzt gerne als Vergleich zu meinem Leben, weil du dir so ungefähr das bei deinem Gegenüber vorstellen musst. Er ist in einer Situation und glaub mir, das ist nicht immer so leicht. Ich war früher auch, ey, das hätte ich mit dem Schnips entschieden. Na, dann machen wir das jetzt so. Aber wenn man gewiss im Leben gewisses durchmachen musste, muss man sich immer erst wieder die Kraft irgendwo herholen. Manchmal fehlt es einem an Kraft und dann kommen Ängste, entstehen und man bleibt stecken, man erstarrt in einer Situation, fühlt sich komplett ohnmächtig, ausgeliefert und sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Man versucht sich dann, und da bin ich bei deinem Gegenüber jetzt auch wieder, versucht sich an Kleinigkeiten festzuhalten, aber das habe ich ja irgendwie, aber das habe ich. Und so schaut er verzweifelt auf die Kelche, auf das, was er hat, also dieses, ja, das habe ich ja, aber, ne? So, jetzt kommt aber, jetzt steht da, das Geschenk. Guck mal, da steht ganz traurig, stehst du da jetzt und sagst, hey, aber sieh doch mal, ne? Was ich hier habe, was sich hier bietet. So, und jetzt beziehe ich das mal wieder, damit ihr das besser verstehen könnt oder nachempfinden könnt auf mein Leben, diesen Schritt jetzt zu gehen, diese Entscheidung zu treffen, alles zurückzulassen hier, die Ängste davor, das finanziell nicht zu schaffen, die oder nicht, all diese Dinge, das ist nicht so einfach und er ist auch in einer ähnlichen Situation, nicht mit dem anderen Land und zurück, sondern es ist völlig egal, das ist nur als Vergleich vom Gefühl her, damit du die Situation, dass er nachfühlen kannst, verstehen kannst, begreifen kannst. Er sieht das dann in dem Moment gar nicht. Er ist so in seinem verkopft in dieser Situation drin, dass er gar nicht wahrnimmt in dem Augenblick, was da für ein wertvolles Geschenk steht und dass die es in seine Fülle genauso da sein wird. So. Ach, das ist einfach diesen Schritt zu gehen. Manchmal steckt man dann fest und man spürt so innerlich aber, hey, die Veränderung steht an, aber es hakt irgendwie an den, ja, wir Menschen neigen ja nun mal dazu, lieber das, okay, ich bin in der Situation, die ist mir sicher, aber sowas ganz Neues, oh, das ist immer eher so, ne? So, jetzt kommen wir zu der Spiegelung hier. Jetzt haben wir nämlich hier 8 der Kelche und du siehst, sie dreht sich weg, ich halte es rein, sie dreht sich weg und lässt dieses, die alles, das die vermeintliche Sicherheit, Fülle, was auch immer es war, ich spreche jetzt von Fülle immer mit dem, damit meine ich, das, was er hat, die Situation, die er jetzt hat, wo er meinte, das, da hält er ja dran fest, oder sie, wie auch immer. So, und jetzt geht es darum, einen komplett neuen Weg zu gehen, das loszulassen, das Reisegepäck mitzunehmen und im Vertrauen zu sein. Und guck mal, hier ist der Besen mit dabei. Das heißt, diese Freiheit verleiht Flügel, symbolisch gesehen als ein Befreiungsschlag. So, den Rücken zuzukehren. Ich brauche das nicht. Und wenn du mir noch so zeigst, die Sicherheit und die Fülle, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche diese Sicherheit, die mich nicht glücklich macht, die mich nicht zufrieden macht, die brauche ich nicht mehr. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser ganzen Geschichte. Und da habe ich ja schon gesagt, ne? Hier haben wir nämlich 5 der Münzen und den Ritter der Kelche. So, ich lege das wieder hier so schön hin. So, und um all die Schritte zu gehen, also das, was ansteht, das ist die Situation, ne? Den Durchbruch hier, sich umzudrehen, das zurückzulassen. Und da haben wir, da seht ihr, die Herzen hier kommen aus dem Kelch heraus. Das heißt,
ins Glück. Und ich habe ja vorhin davon gesprochen, der Besen, sie hat den Besen so, jeder, er, sie ist futzegal, den Besen dabei. Und es geht darum, einfach loszufliegen. Das heißt, deine Potenziale, das alles darauf zu vertrauen. Und Potenziale, da sind wir auch bei Pentakel, bei Talente. Früher hat man Talente gesagt. Das ist das, was du hast, was dir niemand nehmen kann. Das ist unter anderem auch die Lebensweisheit, das, was dich das Leben gelehrt hat, den Wachstum. Alles, all das, das kann dir niemand nehmen. Und es geht hier darum, wirklich so ins Glück zu fliegen, sozusagen. Ne? Und nachdem der Mut gefasst wurde, auch alles zurückzulassen, auch das Glück wieder greifen kann. Und das ist der Zauber der ganzen Sache eigentlich dabei. Und das ist der Zauber der Schöpferkraft, indem man neue Türen öffnet. Ne? Und hier haben wir als Spiegelung wieder 5 der Münzen. Ich habe ja von Talenten gesprochen. Also hier geht es auch um Entbehrung. Das heißt, das, was er da zurückgelassen hat oder sie, was da zurückgelassen wurde, ist auch eine Entbehrung. Da kommen Ängste hoch. Schaffe ich das? Das können finanzielle Ängste sein. Es können ganz andere Ängste sein. Etwas andere, ein Menschen, was weiß ich auch immer, loszulassen. Das können, jeder hat da sein Thema. Ne? Aber es geht auch um die Entbehrung. Das heißt, der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel zu eurem Glück, zu seinem, zu deinem, individuell auch, besteht darin, das loszulassen und die Angst vor dem Verlust, vor der Entbehrung, vor nichts zu haben, vor, ihr seht ja hier die Kälte und er hat kein Zuhause und das, also diese Furcht davor, auch wieder symbolisch, die Furcht davor eben in so einer Situation zu kommen, nicht das abschätzen zu können, dabei haben wir hier eben genau, was wir in der ersten Karte, das geht so toll ineinander über, ne, du stehst damit, hey, hier ist doch alles, alles, was man braucht zum Glücklichsein, ne, sozusagen. Und dann geht es eben ins, das zu erreichen, dahin zu kommen. Der Schlüssel ist einfach, sich umzudrehen, Altes hinter sich zu lassen, das Gefühl der Entbehrung, der, ja, es wurde mir was genommen, dass dieses Gefühl loszulassen, ja, und einfach in diese Phase zu kommen, ne, in die positive. So, jetzt wollen wir noch mal einmal, ich hatte ja, was wollte ich denn hier, ich wollte noch diese Drachen-Orakel, was ich alle heute wieder vorhatte, und ich wollte ja auch, komm, wir machen die beiden, machen wir noch jetzt hier, sonst wird das heute ein zu langes Orakel. Ich wollte ja eigentlich auch noch was, oh Gott, das wird alle zeitlich, Leute, das wird ein langes Orakel. Macht euch auf was gefasst. Schnallt euch an jetzt hier, ne? Die Fahrt geht los. Ey, und eine Sache mal eben, weil auch wenn ich hier in den Videos meine Scherze mache, so lebe ich. Ich bin so. Ich bin privat so, wie ich hier bin. So bin ich zu 100%. Aber nur, weil man dann mal sein, ne? Ich habe ja immer gesagt, ich habe auch ein sarkastischen Humor oft oder einen schwarzen Humor. Ich kann über mich selbst lachen und Humor ist das, was mir keiner nehmen kann. Egal, was man mir nimmt, den kann mir keiner nehmen. Und den behalte ich mir, weil das ist das Einzige, wo man sich festhalten kann und in eine positive Schwingung bringen kann, dann noch, ne? Wenn einem alles genommen wurde. Das heißt aber nicht, dass mir den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch scheint, ne? Wisst ihr schon. Sondern, wenn ich dann hier die Legung mache, fühle ich mich zu euch verbunden. Ich bin da voll drin. Und das ist schön, das tut gut. Ich freue mich dann auch auf die Kommentare. Ich freue mich auf eure Reaktion. Das erfreut mich. Das ist wirklich so. Da bin ich ganz ehrlich, dass das so ist. Weil ich ja, wie gesagt, auch sehr einsam bin, ist das für mich auch so eine Verbindung noch in die Welt zu lieben Menschen da draußen, die ich nicht sehe, aber fühlen kann.
Und glaub nicht, dass ich dann bei mir alles Juhuhuhu ist, ne? Nur weil ich hier einfach in dieser Zeit dann ja mein Humor oder was auch immer hab, ne? Aber ich kann ja den ganzen Tag heulend durch die Gegend rennen. Was bringt das denn, ne? Das heißt aber nicht, dass mit einmal mein Leben jetzt toll ist und mir es nur toll geht, ne? So, jetzt ziehen wir aus dem schamanischen Seelenorakel. Das kennt ihr doch wohl jeder. Man kann doch nicht den ganzen Tag mit so einem langen Gesicht durch die Gegend rennen und das Leiden selbst sein. Das bringt ja nichts. Das heißt aber nicht, dass es einem mega gut geht dann, ne? Und jetzt bin ich mir ganz sicher, dass viele von euch, und wenn es auf der Arbeit ist oder sonst, ein lachendes Gesicht aufsetzen, obwohl sie eigentlich weinen könnten im Innern tief. Weil man einfach nicht nur, aber man darf es trotzdem sagen, es geht darum, es auch sich äußern. Das geht nicht darum, den ganzen Tag heulend durch die Gegend rennen zu müssen, sondern das äußern zu dürfen. Und ja, das Mitgefühl des anderen wieder zu bekommen. Und nicht einfach eine funktionierende Maschine hier durchs Leben zu rennen. Das sind wir nämlich nicht. Wir sind nämlich ganz feinfühlige Wesen. Es wurde uns nur genommen. Oder sollte uns genommen werden. Aber die Zeit ist jetzt vorbei, Leute. Das kommt zurück. Es kommt zurück ans Licht. Es war immer da. Nur jetzt kommt Licht drauf. So, und jetzt ziehe ich euch hier ein. Schau mal, ich muss ein bisschen fühlen hier. So, jetzt wird's aber spannend. Bleibt dran, es wird spannend. Meine Lieben. Wenn du mal eine Legung bei mir buchen möchtest, im Moment muss ein klein bisschen Geduld mitbringen, weil ich wirklich völlig überfordert bin, weil ich ja mal wieder krank geworden bin und ne, stecken geblieben bin, habe ich jetzt wieder so viel nachzuholen. Ich muss so viel nach, deswegen kann ich da nicht so mal eben parat stehen, ne? Weil ich muss auf jeden Fall die zuerst natürlich nehmen, die auf ihre Legung warten, ne? Das versteht ihr ja. Also wenn, schreib mich an, alles Wichtige in der Infobox unten, auch meine Homepage, da kannst du sowieso alles lesen, was ich anbiete, was bei Piep allen Pipapo und gerne auch hier den WhatsApp-Link benutzen. Kommst du dann direkt auf meinen WhatsApp-Account. Bitte keine Vorabinformation. Wenn dir jemand sagt, umso mehr du mir erzählst vorher, umso besser kann ich dir helfen. Sei vorsichtig. Ne? Muss jeder selber wissen, aber also ich persönlich aus meinem, ich würde dann erstmal denken, hä? Ne? Deswegen, also ich möchte keine Vorabinformation. Das, was ich brauche, ist natürlich, wenn es um ne, ein Thema, dass man sagt, du, schau mal beruflich oder schau mal Liebe. Und wenn wir auf einen Fokus auf eine Person setzen, dann muss ich den Vornamen wissen. Mehr nicht. Ne? Ich kein Geburtsdatum, kein Foto, kein, was weiß ich, Personalausweiskopie. Geburtsurkunde bitte einmal noch. Nein, muss ich nicht. Nur, dass ihr das wisst. Ne? So, und jetzt schribbel die Bibbel die Bab. Der Regenmacher. Oh, ich hole mal eben mein Ding hier. Klar, oh, ist das grell. Warum ist denn das Licht so? Findet ihr das sehr hell oder sind die Lichtverhältnisse okay? Ich erschrecke mich, gucke gerade so auf dem Bildschirm und denke, Alter Schwede, was ist das denn so, jetzt wackelt's hier wieder alles, was ist denn so grell? So, genau, der Regenmacher, Moment. So, oh, Entschuldigung. So, ich wollte mal eben Kärtchen. So, pass auf, der Regenmacher. Diese Karte, wenn die fliegt, wollte ich schon sagen. Wenn die Karte erscheint für dich, sollst du daran erinnert werden oder darfst du daran erinnert werden, dass du aus dem Jetzt, dem Moment, das, was du jetzt hast, all deine Fähigkeiten, all deine Talente, all deine Stärken hervorzuholen und wirklich etwas zu verändern. Und du veränderst damit, wenn du in dir, in deinem Leben etwas veränderst, veränderst du auch die Welt um dich herum. Das hört sich ein bisschen strange an, aber es ist tatsächlich so, dass
wenn du da, wichtig, anders, wichtig ist den Fokus, den du hast und die Intention. Warum? Ne? Also man kann sich nicht selbst verarschen, wenn man was berechnet oder so, sondern es geht wirklich darum, etwas aus dem Herzen, aus der Herzensenergie heraus mit guter Absicht zu verändern. Und der Regenmacher bringt sozusagen die verdörrte, trockene Erde. Ne? Also wenn die Erde vertrocknet ist, macht er seinen Tanz und macht den Boden wieder fruchtbar. Es kann auf einmal grünt alles wieder. Stell dir vor, was vorher alles vertrocken, Risse hatte. Auch wieder Metapher. Risse hatte. Wird auf einmal überschwemmt mit Lebensenergie und wächst und kann neu erblühen zu einem wunderschönen Grün. Und diese Ausgangssituation hast du und er oder sie, ne? Und aber auch individuell habt ihr die voneinander. Das heißt, entscheide aus dem Jetzt, mal dir nicht irgendetwas aus, was nicht da ist, sondern bleibe im Jetzt, in dem, was da ist, und erschaffe aus dem Moment heraus eine Veränderung. Jeder Gedanke, jede kleine Entscheidung, jede Tat, jedes Lächeln, alles erschafft im Grunde genommen deine Sicht auf die Welt. Denn was du siehst im Außen sind ja nun mal nichts anderes als elektrische Impulse erstmal, die dein inneres Auge nun mal aufnimmt. Das heißt, ich will dir das erklären, vereinfacht, wenn du schläfst und träumst, du kennst doch sicher Träume, die so realistisch sind, dass du wach wirst und einfach nur erleichtert, je nachdem, was für ein Traum das war, also ich kenne es jetzt, einfach nur erleichtert zu sagen, oh mein Gott, danke, das war nur ein Traum. Oder man erstmal sich fangen muss, dass es ein Traum, oder erstmal klar machen muss, Moment, das ist nicht real. Das heißt, diese Dinge siehst du ja, obwohl es im Dunkeln ist. Verstehst du? Das wahre Auge sieht nur im Dunkeln gut. Ne? Verstehst du, was ich meine? Es geht darum, in sein Inneres zu gehen. Und da haben wir wieder diese Intuition, dieses hier, der Ritter, ne? Der Ritter der Kelche. Es ist da, es ist greifbar nah. Mein Schatz. Und alles, was du herausträgst, Positives in die Welt, das kommt unmittelbar zu dir zurück und dient eigentlich dem Wohl aller. Jede gute Entscheidung, jeder Akt der Liebe, den du in deinem Leben vollbringst, jeder Akt der Herzensgüte dient dem Wohle aller. Das sei dir bewusst. Jetzt werde ich schon richtig, so gehe ich da so rein, dass ich schon, jetzt könnte ich schon fast wieder so für die Welt weinen. Ich habe das tatsächlich manchmal. Sag mal, gibt es eigentlich unter euch auch jemand, der das auch hat? Weil manchmal denke ich wirklich, ich hab sie nicht mehr alle. Oder ich bin wirklich irgendwie anders als alle anderen. Ich weiß, oder mit mir stimmt was vielleicht sogar nicht. Weil ich habe es manchmal wirklich, dass ich so einen Schmerz in mir spüre für die Welt, für die Tiere, für die Erde, für unsere Mutter Gaia hier, unsere Mama, ne, die uns füttert. Ne, schlage nie die Hand, die dich füttert. Und all diesen Leid, all dieses Herzlose, all dieses Harte, all diese, wie das eben die Natur, dass nichts mehr geschätzt, geehrt, gesehen wird, dass ich wirklich für die Welt weine sozusagen, ne? So stellvertretend für die Menschen, die es nicht mehr sehen. Kennt das einer von euch oder bin nur ich in dieser, ne, nicht, dass ich nur heulend, ich will euch damit nicht sagen, hier, ich laufe heulend durch die Gegend und bin traurig, aber es ist tatsächlich so, dass ich diese Momente habe, ne, und dann weine ich und denke mir einfach, ich weine jetzt stellvertretend für die, die es nicht mehr können, so. Ich umarme auch Bäume nur mal so nebenbei, ne? Ich könnte mich jetzt auch für durchgeknallt halten, aber ich habe sogar meine Bäume, die ich begrüße so, wenn ich in meine Welt, in mein Wäldchen gehe und so, ne? Ich habe manchen Bäumen Namen gegeben. Ja, so durchgeknallt bin ich, dann könnt ihr euch vorstellen. Moment mal, irgendwas stimmt mit meinen Kopfhörern hier nicht. Ich glaube, einen kleinen Moment. Ich musste meinen Kopfhörer, ich habe so ein Knacken in dem
gehört. Und meine große Sorge ist, dass ihr das jetzt auch, dass der Ton nachher so schlecht ist. Jetzt habe ich keine Kopfhörer gerade. So, könnt ihr mir vielleicht mal, schon wieder, wieder eine neue Frage, könnt ihr mir vielleicht mal sagen, ob der Ton okay ist? Ich höre selber nochmal rein, aber ich weiß nicht, na, jeder hat da so individuell sein. So, naja, auf jeden Fall zurück zu Lück. Das ist der Regenmacher. Wir kommen jetzt zum, zum Drachenorakel. Ich habe jetzt gerade auch, weil ich dieses Knacken im Ohr hatte, ich wollte noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt vollkommen. Ach so, es ging um die Bäume, genau. Die Bäume, ja, manche Bäume haben Namen und das ist tatsächlich, ob ihr mir das glaubt oder nicht, ihr könnt mich für verrückt halten, du kannst unheimlich Energie damit aufladen und das ist wirklich so wie so mein zweites Zuhause sozusagen geworden, mein Wald, wo ich da mit dem Hund halt immer gehe und so, ne? So, und jetzt geht's los. Drachenorakel. Jetzt kriegst du eine Botschaft. Botschaft. Komm, wir machen das nochmal so in die Richtung nochmal. So, und jetzt ziehe ich. Ich muss erst wieder ein bisschen fühlen. So. Da haben wir sie. Ui, es wird spannend. Oh, der Grün. Ich halte es rein. Natürlich. Ehrlich. So, seht ihr das? Kannst ja auch Pause machen sonst, wenn du selber lesen möchtest. Grüner Drache. Der grüne Drache hilft dir, dich auf die Geheimnisse der Natur einzustimmen. Ja, ey, Leute, ne, habt ihr noch Fragen? Hat da draußen jetzt einer noch eine Frage? Also noch mehr Symbiose geht ja wohl nicht, ne, und Synchronizität. Empfange Antworten und Anleitung aus der Natur. Richte dich an dein göttlichen Wesen aus. Und das ist das, was ich meine. Und jetzt kriege ich gerade eine richtige Gänsehaut, denn das ist das, was ich meine. Ich erzähle euch hier vorher ein von, ich umarme die Bäume und ich fühle mich, das ist wie, ja, das, die haben Schwarmgedächtnis, ob ihr das glaubt oder nicht. Ne, das ist nun mal so. Und so wie wir Menschen das Kollektiv nennen. Ne, so ist es da auch. Und ich erzähle euch das und ziehe ausgerechnet grüner Drache hier. Und komm, da kommt die Mama Gaia. Die kommt da so neben. So, und ich würde sagen, das war doch heute eine runde Geschichte. Also du für dich selber, wenn es dir sehr schwer ist oft. Es ist, kann ich auch aus meiner Erfahrung, ne, weil ich ja auch wirklich durch, glaubt es mir, ich bin wirklich durch, ja, die letzte Zeit, die war schon ganz schön herausfordernd. Und dann hat mir das Halt gegeben, die Natur, mein Wald, meine Bäume da, nicht meine, aber ne, dieser Bezug, diese Verbundenheit zur Natur und es gibt einen wirklich Kraft. Und für die, die nicht sich hinsetzen und meditieren können und so, um in Zugang zum Unterbewusstsein wieder zu bekommen, intuitiver zu werden, da gibt es ganz viele andere Wege auch. Und für mich, finde ich immer, ist der erste Schritt, den man machen kann, zurück das Herz für unsere Natur zu öffnen. Und zwar so wirklich wieder. Und es vielleicht als was ganz anderes anzusehen, als nur als Nutzfläche, wie das mittlerweile ja bald ist. Ne? Ach, meine Lieben, war das nicht schön heute? Jetzt sag doch mal ehrlich. Ich hab alles gegeben. Ich habe mir wirklich, wirklich, weil ich bin ja auch noch nicht wieder so, dass ich die Energie habe. Ich meine, jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr, dass ich alles zusitzen habe. Ne? Aber ich bin immer noch nicht von der Energie her so ganz auf wieder auf 100%. Ich würde sagen, 50% habe ich wieder. Aber ich bin auf einem guten Wege. Und ich bin auch guter Dinge, dass ich auch diese Herausforderung meistern werde. So. Und ihr da draußen, jeder von euch auch. Du bist nicht alleine, glaub mir, du bist nicht alleine. Und jetzt erzähle ich euch das noch, was ich ja am Anfang des Videos erwähnt habe. Und zwar geht es darum, dass ich ja mal eine Erfahrung gemacht habe, als ich war so 8 oder 9 Jahre alt. Und zwar lief damals der Film Cocktail mit Tom Cruise, weiß ich noch, im Kino. Wir waren bei meiner Tante in Bielefeld zu Besuch. Die wohnte sehr nah an der Innenstadt. Ich durfte dann in die Innenstadt so ein bisschen gehen, gucken und bin am Kino gelandet, stand
vor diesen Aushängeplakaten und so weiter und habe eben auf diesem Film Cocktail, der war ab 12, den durfte ich noch nicht sehen und stand da eben vor und habe mir das halt alles so angeguckt und so. Und plötzlich kam ein älterer Mann, der so einen grauen Kittel anhatte, wie so ein Hausmeister oder eben irgendwie sowas. Und hat mich angesprochen und mich gefragt, ob ich den Film gerne gucken möchte. Da habe ich gesagt, ja, aber ich darf den noch nicht gucken und außerdem habe ich kein Geld. Und dann hat er zu mir gesagt, du, ich bin hier der Filmvorführer und wenn du möchtest, dann zeige ich dir den Film. Dann kannst du den aus so einem Fenster gucken, komm, ich zeig dir mal, wo du nachher hinkommen musst, dann kommst du dahin um die Uhrzeit, ne, wenn der Film an, kommst du dann wieder und ich zeig dir mal, wo das ist, wo du hinkommen musst gleich, wenn der Film startet. Und dann bin ich, ja, ich habe mich gefreut. Erstmal natürlich, ich war ein Kind, ne, erstmal so, ja, cool, ne? Und bin dann mitgegangen und dann sind wir so hinter, so ein Stück hinter diesem Kino, so komischen. Und es ging so eine Wendeltreppe, so, wo man durchgucken konnte, so eine Gitter, die kennt ihr ja sicher, so eine Gitterwendeltreppe, ganz eng, so immer höher. Ich dachte, das nimmt gar kein Ende. Boah, ich habe das noch bildlich, ihr glaubt es nicht, wenn ich das sage. Ich sehe das wie, als ob ich da komplett drin bin, mit allen Einzelheiten, mit allen Details. Das ist sofort wieder da. Wir gehen also hoch und während ich diese Treppe hinter ihm hochgehe, hinter ihm hergehe, bekam ich schon ein etwas mulmiges Gefühl im Bauch. Ich konnte das aber nicht zuordnen. Ich wusste nicht, wa warum habe ich jetzt dieses, was ist das? Ne? Ich als Kind, also meine Überlegung war damals, ist das jetzt, weil das so hoch geht, die Treppe und man so runter gucken kann. Bis Dingens, ne? Ich konnte nicht zuordnen, wo dieses mulmige Gefühl. So, und dann standen wir, waren wir oben angekommen. Und standen vor einer so einer großen, es sah aus wie so eine Eisentür, ich weiß nicht, so eine Tür. Und er steckte da schon den Schlüssel rein, machte die Tür auf und das war tatsächlich auch so dieser Vorführraum. Und auf einmal höre ich, wie als ob einer in meinem Kopf geschrien hat, ich kann das gar nicht beschreiben, lauf, lauf. Das werde ich nie vergessen. Und es waren Sekunden, ich weiß nicht, mir kam es wie eine Ewigkeit vor, aber es war Sekunde, da waren wieder ein, zwei Sekunden, wo ich ins Überlegen, also da kam dieses andere, ach Quatsch, spinnt, so, dieses kam, aber bevor das richtig durchkommen konnte, bin ich gerannt. Ich bin die Treppe runtergerannt, ich bin bis nach meine Tante nach Hause gerannt, zu meiner Mutter, hab der das erzählt. Ja, die ist dann auch natürlich direkt dahin gegangen, zum hat sich beschwert und was nicht alle. Und die haben uns dann da also ganz blöde stehen lassen. Da kann man, ach, ich will das gar nicht zu weit ausweiten, aber das im Endergebnis kam raus, dass dieser Mensch mehrere Kinder schon, ne, das darf ich ja jetzt wahrscheinlich auch wieder hier nicht aussprechen. Darum, ihr wisst, was ich meine, dass mehrere Kinder da schon was erlebt haben, was nicht Schlimmes. Boah, ist das blöde, dass man, also ich finde das manchmal so blöd, dass man immer so überlegen muss, wie man was sagt. Und das kam am Ende raus. Und das war ein absolutes Schlüsselerlebnis in meinem Leben, wo ich wusste, wenn sowas noch mal ist, kannst du dich darauf verlassen. Und dann habe ich angefangen, weil mich, als ich älter wurde, so ein bisschen, ne, habe ich angefangen, mich, weil ich das nie vergessen konnte, so wirklich, diese Bücher zu lesen. Ich weiß noch damals das Buch von Natascha Kampusch oder in Belgien, die da entführt wurden, weil ich wissen wollte, wie haben die sich vorher, was war, und die hatten alle das Gleiche. Ich sag euch in dem Buch, die hatten alle diese innere warnende Stimme. Und bei Natascha Kampusch zum Beispiel war es so, dass die diese Stimme hatte, die ihr das gesagt hat und sie gesagt hat, ach Quatsch, du bist doch kein Angsthase, so. Und das wäre bei mir fast auch durchgekommen. Und das ist so ein, man muss so schnell entscheiden dann. Und wenn man ein paar Sekunden zu spät, dann ist es, ne? Aber versteht ihr? Und auch bei dieser Belgien-Geschichte, was da in Belgien war, dieser Fall Dutroux,
Da ist auch genau das Gleiche gewesen, die das studiert, genau, die haben genau das Gleiche gehabt. Ich will euch damit, was ich euch damit ganz durch meine Geschichte erzählen möchte oder sagen möchte, vertraut am allermeisten auf euch selbst, auf dein In. Du hast diesen Kompass, du hast ein Leitwort, du hast ihn, glaub es mir. Ich bin jetzt hier nicht dir das Sonder, eigentlich sind wir alle verbunden und das auch an was Höherem, ne? Was ist gut mit uns, Mann? Die Urquelle, ne? Da sind wir angebunden. Und du auch, mein Schatz. Und deswegen will ich jeden hier, da geht es eben darum, den Regenmacher, da jetzt die große Veränderung und das große Erblühen auch hervorzubringen. Ne? So, das war dann meine Geschichte jetzt nochmal am Ende, wo ich euch nochmal mit Nachdruck sozusagen sagen möchte, vertraut euch da, wenn ihr solche Wahn oder solches Gefühl, vertraut euch da. Und so geht es auch in Sachen Liebe, wenn in der Liebessituation, in der du bist, ne? Schau da mal wirklich, sei da ehrlich zu dir und nicht auf den Kopf, der einen so Gedanken einspielt, sondern mal ganz in sich da zu gehen. Und du hast es genauso. Und pass gut auf dich auf. Passt ihr da draußen gut auf euch auf, denn wenn ihr es nicht macht, macht's keiner. Ihr wisst es ja. Kümmer dich gut um dich, hege Pflege, achte Liebe und wertschätze dich, weil sonst, so wie du, kann es keiner. Und dann, diese Liebe, die du dir innen gibst, die schenkst du den anderen Menschen nach außen. Das ist so, ne? So, meine Lieben, jetzt war es das auch für heute. Ich habe mir wirklich viel Zeit für euch genommen, weil ihr mir so viel Liebe gegeben habt in den letzten Kommentaren und mir Mut gemacht habt und es so schön für mich war, dass ihr gerne aus meinem Leben auch was hört. Und ja, darum habe ich mir die Zeit jetzt hier von ganzem Herzen gerne genommen, obwohl ich jetzt wirklich auch ziemlich erledigt bin, muss ich sagen. Ups, ups. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Dann, wenn du möchtest, vergiss das Abonnieren nicht, ne? Ach so, ich habe auch einen Telegram-Kanal. Den baue ich jetzt gerade aber erst auf. Der ist erst noch sozusagen im Aufbau, ne? Ich kann jetzt nicht wieder alles auf einmal. Das Wichtigste, was mir jetzt erstmal am Herzen liegt, ist, dass ich die Leute, die auf eine Legung warten, dass die jetzt als allererstes dran sind. Ne? Dann habe ich ja noch den Livestream morgen Abend. Das ist mir das Wichtigste. Und dann Schritt für Schritt gehe ich jetzt voran. Ne? Ich gebe mein Bestes. Ich will euch ja immer alles Mögliche. Am liebsten will ich ja immer alles. Ne? Jedem alles gleich. Aber das muss ich auch lernen. Das geht eben nicht. So. Eins nach dem anderen, Step by Step. So, und fühlt euch gedrückt, ihr seid nicht allein, so wie ihr mir das auch geschrieben habt. Tschö mit Ö, machtet gut, schwing der Hut.